So, und das sind wir wieder. Das letzte Spiel für heute, für den Sonntag. Meet Your Makers trifft auf Relax. Beide Teams haben heute schon gespielt. Meet Your Makers hat ihr Spiel gegen Team Dog verloren. Und wenn ich mich richtig erinnern kann, Relax hat gegen Virtus Pro gewonnen. Also, jetzt Meet Your Makers die letzte Chance für heute noch irgendwas gut zu machen. Aber Relax scheint relativ gut in Form zu sein. Wie auch immer, der ganze Cast kommt natürlich von Hefla TV. Mein Name ist Hefla Moog. Und mit mir ist Slevin. Hi. Hi. Nein, ich freue mich hier zu sein, auf jeden Fall. Du hast schon angesprochen, Relax ist gut in Form und mit gut in Form meinst du, die sind richtig gut in Form. Also ich habe Relax selten so gut in Form gesehen wie in den letzten Wochen und da verwundert es auch nicht, dass der First Ban von Meet Your Makers der Axe ist, denn Schechlo spielt ein Axe, der nicht von dieser Welt ist. Also ich habe in den letzten Wochen zwei Beyond Godlike Streaks mit Axe auf Schechlo gesehen. Ich Also habe heute einen Rampage auf ja, Schechlo. umso besser. Ja, Also er hat heute einen Rampage. Alle fünf gedankt. Alle fünf gedankt. Mit Aghanim Scepter war richtig geil anzusehen. Rampage. ja, wir haben dazu noch den Center Warrunner Ban. Also das Axe und Center Warrunner sind ja zwei ähnliche Typen vom Spielstil her. Center Warrunner ein bisschen mehr Meta zurzeit, aber Meet Your Makers will es verhindern, dass Relax eine starke Offlane bekommt. Bannt deshalb die zwei Heroes. Dagegen Relax die Bans sind Ember Spirit und Lycanthrope. Ember Spirit ist ja ein sehr, sehr beliebter First Round Ban, weil er einfach dem Team so viel gibt und mit Sleight of Fist einfach so gut ins Late Game rein skaliert. Lycanthrope ist halt einfach nur ein nerviger Split-Pusher, der aber auch sehr, sehr großes Carry-Potenzial hat ins Late Game hinein, auch mit Howl einfach so viel gibt und ist richtig, richtig eklig, der Hero. Ja, definitiv. Was ich halt jetzt erstaunlich finde, ist, dass sie dann trotzdem, keine Ahnung, mit den Bans und so weiter, dann, ich meine, klar, es ist auf den Spieler und auf das Team hingeschnitten, aber dann, das macht so viel Platz für Relax. Das ist halt das Problem. Okay, wir haben halt keinen Axe, der halt gerade sehr stark von Relax gespielt wird. Wir haben keinen Center Warrunner. Das sind zwei gute Heroes, ja, aber Invoker wäre dann frei, Ancient Apparition wäre dann frei. Es sind so, keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach nur so gerade derzeit absolut noch im Meta-Train drinne, der sich sowieso bald verändern wird, hoffe ich mal durch 6.81. Fakt ist einfach, derzeit kriege ich immer große Augen, wenn ich Invoker und AA sehe, vor allen Dingen als Kombination, das sind immer so starke Heroes. Bei Naga Siren, wie gesagt, derzeit bin ich enttäuscht. Der einzigste gute Naga Siren, die ich derzeit sehe, ist wirklich zum Beispiel die von Loda. Die hat, ja, die funktioniert richtig gut, aber alles andere, ich habe so viele Nagas in den letzten Tagen gecastet, die so schief gingen. Alles Carry Nagas und keine Ahnung, irgendwie ist das ein kleiner, wie sagt man im Deutschen, Curse? Fluch? Ah, Fluch. Ja, Fluch oben drauf auf der Naga. Wie auch immer, es ist ein Shadow Demon, der kommt jetzt und da denke ich mal, die nächsten Bans von Meet Your Makers werden auf alle Fälle Mirana sein oder vielleicht kriegt man sogar jetzt noch Mirana Pick oben drauf. Ja, also Shadow Demon Mirana oder Shadow Demon Mirana Bane ist natürlich immer hässlich. Es ist sehr viel Potenzial für eine Aggro-Try, aber wir sind jetzt von Meet Your Makers, dem Bad Rider, dem Mr. Initiation in Person und haben wir heute auch schon öfters gesehen und Bad Rider ist einfach immer auch einer der besten Offlaner überhaupt, finde ich, weil er gibt einfach so vieles. Eigentlich für Pickoffs der beste Hero überhaupt im Pool. Wenn er erstmal den Blink Dagger hat, dann vielleicht noch einen Force Staff dazu. Desto früher, desto besser. Wenn er erstmal den Dagger hat, dann kann er rotieren, dann kann er richtig Druck machen auf den Lanes. Und das ist eben die Stärke von diesem Bad Rider. Deshalb wird auch so oft gespielt. Und das ist auf jeden Fall ein solider zweiter Pick. Ja, definitiv. Wir sehen jetzt die Bans, die fangen an. Ancient Apparition, wie gesagt, wird rausgenommen. Das war zu erwarten. Und jetzt ist halt die Frage, Meet Your Makers, die müssen die Mirana rausnehmen. Ansonsten hast du dann wirklich Shadow Demon, Mirana-Kombination. Wenn der Invoker dazu noch dann Exort gespielt wird, dann hast du Disruption, Soulcatcher, innen Sunstrike und einen Arrow. Also ich wüsste nicht, welches Target das Ganze in irgendeiner Weise überleben sollte. Wenn, also, ja, die Mirana muss jetzt gebannt werden. Ich kann es nicht anders sagen. Wenn die Mirana jetzt nicht gebannt wird und dann noch nicht gepickt, dann hänge ich meinen Casterhut an den Nagel ohne Scheiß. Das wäre mir dann echt zu doof.
Ey, pass auf, was du sagst. Jetzt picken sie Okay, Kanker ich hänge meinen deutschen Caster wieder an den Nagel. Wie läuft's? Sagen wir es mal so. so. Also, wenn du in Englisch castest, dann passiert es wohl nicht, dass du mal falsch liegst. Also nein, das ist doch nicht wahr. Es ist, die Luna wird Die ist eigentlich gebannt. auf. Sie haben aber eine ganze Zeit für die Entscheidung gebraucht. Also nehme ich mal an, haben sie es da vielleicht auch überlegt. Nur trotzdem, der erste. Ich meine, der erste Pick ist ja für Relax. Also, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass wirklich. Vielleicht. Nee, nicht vielleicht. Das ist. Die Mirana wird durchkommen. Pass mal auf. Ja, also wenn das der Plan von Relax ist, ist es natürlich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich jetzt. Also Shadow Demon Mirana ist einfach eine absolut krasse Combo. Wir haben das diese Tage schon gesehen, wie krass Shadow Ja. Demon und Mirana zusammen arbeitet. Das ist, ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Wir haben jetzt, I mean, Shadow Demon, Mirana war schon 2013 stark, dann kam Bane rein, Bane hat bis zu Shadow Demon verdrängt. Manchmal haben wir sie beide gesehen in Kombination, wie auch immer, mit welcher Kombination, aber die Mirana kam auf alle Fälle dann immer raus. Und wenn ich jetzt noch Exord Invoker dazu sehe und das Timing super funktioniert, dann ist das eine absolut krasse Kombination. Das kannst du wirklich nicht toppen. Und jetzt Ja. ist halt wirklich die Frage, also wenn sie jetzt nicht Mirana picken, dann, ja, dann gebe ich's auf. Ich bin gespannt. Aber Ja, du hast du, natürlich. ich weiß, für dich ist das aber natürlich dann lustig. Ja, ist auch, glaube ich, ein Stück weit verständlich. Aber natürlich, du hast recht. Es ist, also, man sieht es auch öfters mal in Public Games zum Beispiel. Das ist eine sehr beliebte Pub-Stop-Combo mit Invoker auf Exort noch dazu. Da kann man schon gut First Blood mitmachen. Dennoch lässt sich jetzt Phoenix für relativ viel Zeit für diesen Pick. Aber vielleicht. Ja, okay. Ja. Never mind. Ja. Es musste ja kommen. Nein, aber ich meine für Relax, okay, sie machen jetzt hier die logische Entscheidung, das musste rauskommen. Wie gesagt, ich hätte das eine oder das andere Team für doof erklärt, wäre die Mirana nicht gekommen, das muss ich so gestehen. Meteor Makers, ich habe es nicht verstanden, dass sie die Luna bannen über die Mirana, weil für mich als Caster, wie gesagt, ich cast jeden Tag diese Spiele, ich sehe die ganzen Pattern da ablaufen und du kriegst dann so langsam Gefühl, auf was die Leute gehen wollen. Und wenn ich einen Second Pick Shadow Demon sehe, kurz vor der zweiten Bann-Rotation und dann der erste Pick nach der zweiten Bann-Rotation noch für das Team ist, was den Shadow Demon hat, dann, keine Ahnung, als Captain muss ich dann die Mirana rausnehmen. Ich würde halt einfach nicht dieses Risiko eingehen, weil Shadow Demon alleine mit Mirana ist schon. Okay, das ist ein großer Bissen, den man da schlucken muss. Aber Invoker noch dazu, mit einem Sunstrike, eventuell noch in Exort, dann wird die ganze Sache schon schwer, weil der Arrow auf Level 4, wir können es ja mal durchrechnen, wie viel Damage das macht, plus der Sunstrike, sagen wir mal auf gleichen Level mit Soulcatcher, also sagen wir mal plus 30, 40%, angenommen der Support ist halt ein bisschen lower Level. Das sind trotzdem, wir reden hier von 600, 700, 800 Damage. Das ist mehr HP-Pool, als jeder Support hat, selbst noch im Midgame. Und für alle anderen, okay, dann sterben sie halt mit den nächsten Right-Clicks. Wie auch immer, wir haben genug darüber geredet. Wir sehen das Ganze in Action. Mal schauen, ob es Relax durchkriegt. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat Meteor Makers die richtige Entscheidung gemacht. Ich bezweifle es ganz stark. Aber wie auch immer, Dazzle kommt raus, Batrider kommt raus, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Was kannst du jetzt machen? Oh, über den Batrider haben wir schon ein paar Worte verloren. Über den Dazzle, über den haben wir noch nicht so viel geredet, aber über den wird natürlich allgemein sehr viel geredet, weil er auch ziemlich populär ist zurzeit als Support und den kann man auch gut nehmen, weil sie haben Axe in der ersten Runde gebannt, also da ist nicht die Gefahr, dass man, dass die Axe-Ulti einfach durchs Shallow Grave durchgeht, also die Gefahr besteht nicht und Dazzle ist dann einfach. Es ist ein sehr, sehr defensiver Support, aber er hilft einfach der Lane ungemein. Fortress. Aus Shadow Wave immer schön hochhealen. Shadow Grave kann man einfach so wertvoll sein auf die Core Heroes. Und natürlich Weave, gerade im Late Game, skaliert es sehr, sehr, sehr gut, weil die Armor Reduction, die ist wirklich, wirklich heftig. Also man unterschätzt es eigentlich immer, oder viele Teams unterschätzen das, aber es ist ein richtig, richtig guter Spell. Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen aufs Timing an. Das beste Timing ist wirklich ganz kurz vor dem Teamfight, vielleicht direkt mit der Initiation, wenn die Heroes dann anfangen, irgendwo zusammenzulaufen. Das heißt, dass du so viel wie möglich Gegner und natürlich Allies in Weave kriegst, weil du hast dann halt, wie gesagt, den HP Boost und die Minus Armor Coming mit dazu. Habe ich jetzt gerade HP Boost gesagt? Armor Boost. Wie auch immer, Relax entscheidet sich jetzt für Enchantress. Das ist ziemlich interessant, weil von Relax habe ich auch schon Chance gesehen.
manche Teams aber mögen die Enchantress mehr, einfach aus dem Grund, weil eine Enchantress besser als der Gen halt die Option hat, noch in Damage reinzugehen, wenn das Ja. Spiel dann doch länger dauert. Deswegen mag ich Enchantress eigentlich auch mehr. Der Nachteil ist natürlich, du hast halt Hand of God als direkten Heal fürs ganze Team nicht. Du hast halt nur Nature's Attendance. Das braucht eine ganze Menge halt Zusammenspiel, dass du mit Nature Attendance halt Leute wirklich heilst. Das Gute ist natürlich Untouchable und so weiter. Da haben wir schon ganz schöne Plays gesehen, gerade in Kombination mit Roshan. Wie auch immer, Enchantress it is. Und schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Meechamakers kriegt Dream Protector durch, ein Hero, der gerade in den letzten Tagen sehr prominent ist. Schauen wir mal, ob halt die Rotationen so schnell kommen, dass sie wirklich die Towers so schnell verteidigen können, dass dann halt Zeit ist, um mit Living Armor die Towers auch wieder voll HP zu kriegen oder wenigstens hoch zu heilen und zu verhindern, dass die Tower zeitig fallen und damit halt ein Gold Advantage für das andere Team entsteht. Für Dazzle, wie gesagt, das Einzige, was ich noch dazu sagen wollte, ist halt, Relax hat halt Meechamakers dann gefallen getan mit dem AA-Bann. Mussten sie natürlich, ansonsten wäre vielleicht der Pick rausgekommen. Aber Dazzle braucht halt keine Angst haben, dass dann Ice Blast ist und die ganze Shadow Wave ins Nirvana verschwindet. Also Dazzle wird auf alle Fälle ein Faktor sein, wenn es ums Healen geht. Viel besserer, viel direkterer Heal als natürlich von Enchantress hier. Plus natürlich den Fakt, dass auch Shadow Wave, wenn richtig angewendet, eine ganze Menge Damage macht. Wir haben das heute schon gesehen. Manche Leute richtig schön zwischen Creeps gekitet, mit Illusions reingeblockt und dann kam eine Shadow Wave raus, die teilweise 300, 400 Schaden gemacht hat. Also Dazzle, wenn richtig gespielt, gutes Timing, kann eine ganze Menge Schaden auch austeilen. Boah, wir haben jetzt Slark für Relax. Yep. Ich gehe stark davon aus, dass das jetzt die Offlane für Schechlo sein wird. Ich habe den ehrlich gesagt noch keinen Slark spielen sehen, aber trotzdem ist es ein relativ guter Pick, weil overall gesehen hat Relax schon richtig guten Physical Output mit Slark, mit Enchantress. Okay, Enchantress ist noch Magie mit Impetus, aber Mirana hat relativ viel physischen Schaden und Invoker. Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie er sich spielt. Also Exord Invoker hat ja traditionell sehr, sehr viel physischen Output, kann auch im Late Game dann noch richtig zulangen, aber selbst mit Aquas Wax ist da ordentlich was drin. Müssen schauen, was Meteormakers machen will. Yep. Ja, wie Der war gesagt, die fünften Bans jetzt, die waren wie gesagt Darkseer für ja. Meechamakers. Ist okay, sage ich mal so, aber ich hätte es nicht gesehen, weil wie gesagt, ein Core hat noch gefehlt für Relax. Beziehungsweise hat kein Core gefehlt, aber Relax, die spielen meistens eine Art Triple Core oder Ja. Heroes, die halt Richtung Mid- und Late Game die Transition schaffen. Und wie gesagt, der Doom-Bann ganz optimal für Slark, weil Slark ist absolut allergisch gegen das Doom Ultimate. Von daher, ja, kann ich verstehen. Damit haben sie wirklich Space created, sagt man einfach mal so. Und ja, der letzte Hero ist jetzt Weaver. Und da muss man auch sagen, ein kleiner Gefallen da von den Buns, Relax, dadurch, dass Doom halt schon raus ist, konnten sie Weaver picken. Es ist sowieso der letzte Pick, aber ja, Weaver mit Living Armor, das ist auf alle Fälle, ja, was definitiv gut ist. Dream Protector könnte eventuell auf dem Amulet gehen, auf dem Amulet, ich sag immer Amulet aus irgendeinem Grund, Medallion gehen. Und mit Dazzle Weave, The Swarm von Weaver, haben wir halt auch ein paar gute Minus-Armor hier Ja. in Richtung Relax kommen. Und natürlich Riptide habe ich vergessen von Naga Siren. Also, ja, Minus-Armor ist auf alle Fälle genügend da. Battle Initiation haben wir, eventuell Drained Overgrowth mit Blink Dagger. Das wäre Ach so, ja. natürlich optimal. Und ja, also sieht solide aus auf beiden Teams, wobei ich aber, wie gesagt, Relax gebe ich einfach mal den Vorteil für Late Game, muss ich ganz sagen, weil wenn der Slark Farm kriegt, Mirana wird dann irgendwann Right Click entwickeln, der Invoker ist wie gesagt immer ein großer Störfaktor. Also ja, Late Game oder Mid Game, wenn es relativ gleich ist, denke ich, ist Relax ein bisschen flexibler. Aber man muss natürlich nicht, darf die Naga Siren nicht unterschätzen, genauso wie Weaver. Beide Heroes absolut gefährlich, wenn sie entsprechend Farm bekommen, aber den Farm zu bekommen, das ist halt das Schwere und ich sehe einfach nur schwarz, weil ich sehe Shadow Demon, Mirana, Invoker, das haben wir schon am Anfang mehr oder minder platt getreten. Und in das Mid-Late-Game zu kommen für Meechamakers, das wird die schwere Aufgabe. Wie auch immer, wir stellen die Teams ganz schnell vor. Ich nehme jetzt hier gleich mal Meechamakers. Link spielt den Weaver, Crit auf dem Dazzle, Ace holt sich den Batrider, Ryze spielt in der Mitte höchstwahrscheinlich. Ja, das Ryze wird in der Mitte mit der Naga Siren sein, Unicorn Support hier auf
den Dream Protector. Die scheren jetzt noch eine ganze Menge Tangos. Ja, in der Mitte, das wird ganz Standard-Build für Rice. Zwei Share Tangos, zwei Branches. Dann braucht er exakt 3 CS und hat seine Bottle innerhalb oder unter der ersten Minute. Auf der Radiant-Seite haben wir Relax, you're doing fine. Wie schon angesprochen, Schechlo wird hier den Offlane-Slug spielen. In der Mitte haben wir dann TMW auf dem Invoker. Auf der Toplane haben wir eine Aggro-Try und das ist Windix auf der Enchantress, Yoki auf der Mirana und Dread auf dem Shadow Demon. Ja, yep. TMW, das ist, warte mal, Yogi, Wineaxe, Crazy. TMW ist crazy, wenn ich mich nicht ganz irre, ne? Echt? Heißt der nicht standardmäßig TMW? Ne, der hat immer den Tag, aber laut Roster wäre das crazy, wenn ich... Ich habe ihn aber, wie gesagt, noch nie unter crazy spielen sehen. Oder das ja, Roster, richtig. Was ich habe, ist einfach outdated. Das ist natürlich auch die Option. Also ich habe ihn immer unter TMW bis jetzt gesehen, also... Ne, ich denke, in der Starter, da hatten wir mal RX crazy. Ja, kann sein. Also... Wie auch immer. Ja, wie auch immer. Wir haben die erste, das erste Camp hier wurde geblockt mit der Sentry. Ist natürlich die Frage, ob sie das finden. Dazzle hat eine Observer, die wird höchstwahrscheinlich jetzt dann hier irgendwo landen, nehme ich mal an. Unicorn versucht jetzt hier ein D-Ward Attempt, aber ja, findet absolut gar nichts. Hier in der Bottom Lane haben wir, wie gesagt, die ganz normale Ward, Gip Vision in die Bottom Rune und natürlich was auch immer hier von der Seite kommt. Es wird Slark sein, der hat sich die Invisibility Rune geschnappt und jetzt, oh Gott, die erste Ward wird direkt in die Sentry platziert und ja, Dazzle mit Unicorn, die freuen sich. Unicorn, na, Dazzle kriegt den Last Hit. Also, Dazzle derzeit Nummer 1 in den Last Hit. Zählt es wirklich als Last Hit? Ja, ja, tatsächlich, yes, tatsächlich. Als CS. Gut, interessant zu wissen, aber gibt natürlich 50 Gold, schon nicht schlecht. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, das ist, du bezahlst 150 für die Wards etc. und wenn du dann 50 wieder kriegst durch D-Warning etc., das ist auf alle Fälle gut in einer Supportrolle auf alle Fälle. Und jetzt hier kommt noch eine andere, oh, eine andere Sentry kommt raus, aber die reicht nicht aus für die hier, oder doch? Nein, Unicorn steht direkt oben drauf, sieht sie nicht. Das heißt, das Camp bleibt auf alle Fälle geblockt. Und jetzt müssen wir in die Lanes schauen. Wie gesagt, die Creep Waves sind schon da, wir sind eine Minute ins Spiel und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie sich hier das CS-Farming entwickelt. Yoki und Dread in der Dual Lane gegen eine Tri Lane. Die Tri Lane, okay, hat auf alle Fälle Potenzial, wenn es um Slows geht. Wie gesagt, wir haben Leech Seed, hat er derzeit noch nicht geskillt, nehme ich aber an, wird der erste oder zweite Skill werden. Vielleicht wird es auch Living Armor, weil, okay, Ace zum Beispiel könnte es gebrauchen. Er hat zwar noch 4 Tangos, aber der wird früher oder später auch eine ganze Menge Harass Damage kriegen von Slark. Und ja, Crit mit Poison Touch. Sie müssen aber auf Shadow Demon gehen, weil Mirana mit dem Leap, das ist ein Target, was du halt nicht so einfach kriegst. Interessant ist, dass Windix im Enemy Jungle einfach erstmal farmt, sich einen Troll Summoner holt. Er muss also aufpassen, das ist immer sehr, sehr, sehr gefährlich. Vor allem, wir haben auf einen Rune Ward auf der Top Lane. Also, wenn der hier gespottet wird, dann wird ganz, ganz schnell die Rotation kommen. Vielleicht sogar von Ryze aus der Mitte und natürlich von der Tri Lane von Top. Und er muss ein bisschen vorsichtig sein. Also, das ist sehr, sehr, sehr gewagt. Ja, wie gesagt, im Enemy Jungle zu farmen ist halt immer so eine Sache, da hast du absolut recht. Wie gesagt, das einzig Gute ist halt, der Gegner erwartet das nicht, die erwarten dich eher in deinem eigenen Jungle und wie gesagt, jetzt mit dem Ensnare, das könnte halt so den First Blood auf Ryze bedeuten. Wie gesagt, dafür muss aber Crazy oder TMW muss da erstmal in Range kommen und jetzt sind sie unterm Tower. Er wird jetzt auch hier von Unicorn entdeckt, das heißt ja, die ganze Sache ist mehr oder minder nicht mehr aktuell. Er holt sich jetzt noch fix ein Center, aber trotzdem, das ganze Projekt ist mehr oder minder gescheitert. Ja, okay, aber so abzusehen, dass es auf lang nicht so sonderlich gut funktioniert, aber gut. Naja, kann immerhin jetzt Unicorn, ein bisschen Harrison mit den Creeps und... Ja, sie müssen halt aus dieser Aggressive Tri-Lane auch was rausholen, also... Wenn sie es schon so stellen, wie sie es jetzt gerade tun, dann müssen sie da Kills holen, weil sonst bringt die einfach nichts. Sonst ist es einfach nur verschwendete XP und dann stehen sie sich nur selber auf den Füßen rum. Ja, like WineX, der holt sich jetzt hier die Creep Wave, wird dadurch halt die Creep Wave skippen. Das ist definitiv gut, die landet halt nicht unterm Tower.
und damit kriegt halt Mirana sogar noch mehr Farm. Muss aber jetzt halt aufpassen, kriegt eine ganze Menge Hits von den Creeps und ja, hier unten in der Bottom Lane wollte ich noch sagen, wie gesagt, beide ja, kauen durch ihre Tangos Stück für Stück durch. Drei sind jetzt schon weg für Schachlo. Das Gute ist natürlich, er hat den Magic Stick, den braucht man immer gegen den Bedrock. Aber jetzt hier top haben wir das First Blood. Die Enchantress kriegt den Weaver durch die Sentry Wall und jetzt wird Unicorn hier verfolgt. Der Center ist schneller, das heißt, sie kriegen die Right Clicks rein. Yoki den Leap vorwärts. Der Chain Protector kriegt jetzt noch einen Last Hit rein und jetzt ist halt die Frage, oh, Crit kriegt jetzt noch ein Arrow ins Gesicht, aber jetzt ist halt die Frage, Wind Axe wird höchstwahrscheinlich sterben und ja, Yoki verwendet eine South und entkommt dadurch. Also ein 3-1 Trade und das First Blood natürlich auch in Richtung von Relax. Das ist definitiv schief gegangen für Meteor Makers da. Ja, aber haben sie trotzdem gut ausgespielt. Die Agro Try hat sich jetzt auf jeden Fall schon rentiert. Absolut perfekt gelaufen. Unicorn hatte da auch keine Chance, irgendwie Living Armor anzubringen. Ist erst Level 1, hat Leech Seed first geskillt und naja, konnte dann einfach nichts machen in dem Fight. Ja, es ist natürlich wirklich schlecht. Also, wenn ein Weaver stirbt, weil ich meine, okay, du hast zwar hier die Sentry, aber du hattest. Ja, keine Ahnung. Link versucht jetzt hier wieder aggressiv reinzugehen, aber oh Gott, wenn dann Arrow kommt. Aber jetzt kommt hier eine Disruption. Unicorn, ein paar Right-Clicks auf Dread, aber sie brauchen auf alle Fälle Damage. Der Swarm ist jetzt raus und wenn Unicorn jetzt noch einen Hit bekommt und das sieht wirklich so aus, nein, ja, Link holt sich den Kill. Jetzt ist Yoki auch noch under Attack, hat kein Mana, doch, Mana hätte dafür das Leap, aber Leap ist auf Cooldown und ja. Dadurch holt sich Meteor Makers wenigstens was zurück. WindX ist nämlich jetzt im eigenen Jungle und kann dadurch überhaupt nicht helfen. Also holen sie sich ein bisschen was zurück von dem, was sie da in dem 3-1-Trade vergeben haben. Ja, hatten aber auch Glück, dass der Arrow geblockt wurde von dem Creep, Sneaky Creep. Eine andere Sache ist das Team jetzt hier W. Bottom. Da kommt ein Pounce. Ja. Ace wird gehittet. Jetzt kommt noch eine Shockwave von dem Creep. Schachlo verfolgt ihn jetzt und ja, kriegt wirklich noch den Last Hit. Wunderbar gemacht. 4-2 jetzt und Batrider damit. Ja, WindX Rotation funktionieren auf alle Fälle. Erst rotierter Top, kriegt damit das 3-1 und jetzt holen sie sich das 4-2 hier unten gegen Ace. Sehr schön gemacht von Enchantress. Ja, was man erwähnen muss, ist, dass wir hier tatsächlich keinen Exhort Invoker sehen von Team W bzw. Crazy, sondern einen Vex Invoker. Ja. Das überrascht ein bisschen. Ja, ich bin auch sehr enttäuscht, muss ich so sagen, wie es ist. Weil, wie gesagt, ich habe halt wirklich so Doomsday gesehen für Meteor Makers. Die Disruption entsprechend in Sunstrike mit Soulcatcher oben drauf und vielleicht noch ein Arrow. Das wäre absolut eine sick Combo, muss man so sagen. Jetzt top hier, wie gesagt, Yuki, bisschen low HP, muss wirklich aufpassen. Eventuell Unicorn versucht halt reinzukommen, Leech Seed anzubringen, versucht es. Das Leap aus Yuki rauszukriegen. Jetzt Crit hat leider keinen Poison Touch. Der hat sich entschieden, Level 2 Shadow Wave zu gehen. Ist eine Entscheidung, okay, aber ich denke halt schon Poison Touch, gerade Low Levels. Wir sehen es so oft bei anderen Teams, wo die Dazzles Poison Touch leveln. Ich denke, es ist sehr angebracht. Gerade in der Tri-Lane, wo du halt auch noch einen Tree hast, der Living Armor verteilen kann. Also von daher, ich mag es nicht besonders, muss ich so sagen. Ace rotiert jetzt hier in die Mitte. Soll das wirklich ein Versuch sein auf Crazy hier, auf TMW? Der findet gerade eine Regeneration-Rune, war aber sowieso, ja, nicht voll HP. Ace jetzt, zeigt sich hier unterm Tower. Kommt das Lasso raus? Ist er in Range? Ja, das Lasso kommt auf alle Fälle. Das Ensnare wird hinterher folgen. Und jetzt versucht sich eventuell zu denyen in... Oh, da ist noch der dritte Sticky Napalm Stick. Und jetzt kommt der Song of Siren raus. Und ja, Ace ist jetzt... Ja, absolut in trouble. Er versucht jetzt hier noch die andere Richtung zu rennen, weil Schachlo reinrotiert ist, aber das sind drei Stacks Shadow Poison, jetzt kommen noch die Right Clicks, der Tornado kommt noch dazu, Yuki wäre auch noch da gewesen und jetzt kriegen alle vier. Also das war ein bisschen Gangrape, muss man mal so sagen. Die hätten es auch mit den dreien gekriegt, aber am Ende fünf Leute rotieren für einen Batrider, der sich da irgendwo eingesperrt wiederfindet am Secret Shop. Ja, und da wird Rice bereuen, dass er Ensnare nicht geskillt hat, weil, also, Ensnare hätte ziemlich sicher den Kill da secured an der Stelle, aber so ist es sogar noch ein Kill für Relax und, ja, der hätte auf jeden Fall der Value Point in Ensnare gebracht an der Stelle. Ja, definitiv, aber du willst halt, er will halt wirklich super greedy gehen, Radiance Build, aber jetzt hier von hinten, Schachlo, komm, das ist der Cold Snap, aber schöner Dodge von Rice, Schachlo, komm.
komplett daneben. Jetzt kommt noch, okay, hier war die Living Armor, die hat nicht lange überlebt, aber trotz alledem, Link rotiert rein. Wird jetzt ein bisschen Damage machen? Nein, er riskiert es nicht, er geht nicht rein, geht direkt wieder top. Also das ist das Positive. Ryze überlebt hier, kann weiter farmen mit Riptide etc. Und Chachlo muss jetzt wieder zurück rotieren, probiert es aber bestimmt gleich nochmal auf Ace. Ja, kommt der Pounce raus? 1, 2, 3, nein, nur ein bisschen Essence Shift. Jetzt kommt der Dark Pact, um einfach Sticky Napalm zu entfernen. Oh, und jetzt kommt hier Shadow Dance. Okay, aber top, zur gleichen Zeit Mirana. Super low, liebt jetzt weg. Link macht, kommt jetzt rein. Damage, ist es der Hit, den er braucht? Ja, das reicht auf alle Fälle. Und damit steht es 5-3. Mirana geht down. Defensive Disruption war nicht, nein, war noch auf Cooldown. Schade, schade. Das heißt, ja, Relax verliert die Mirana. Es läuft nicht mehr so gut. Am Anfang hat er mal gedacht, okay, die Lane wird hier eventuell Snowball mit einem 3-1 Trade plus halt den First Blood. Aber inzwischen sieht es relativ gleich aus hier in der Trail Lane. Yep, die haben sich relativ gut erholt von dieser Early Aggression von MY, von Amazon Relax natürlich. Und was hat er sich jetzt gekauft? Link wahrscheinlich, ein Voidstone. Ja, er hat jetzt einen Severance fertig. Schachlo hat hier ein ganz brutales Mistake gemacht. Da steht noch im Feuer und hat halt, wie gesagt, hat seinen Shadow Dance nicht übrig. Zur gleichen Zeit hier top. Yuki geht auf Crit. Da kommt der zweite Starfall-Hit. Starstorm-Hit, nicht Starfall. Wie auch immer, Living Armor hilft ihm da aus. Und dann kommt noch Lead Seed oben drauf. Leap in den Low Crown. Und damit endet das Ganze, ja, glimpflich für Meteor Makers. Wie auch immer, Ace hat dort richtig gut gespielt, muss sagen. Er hat halt wirklich die Overextension von Chachlo gesehen und hat dann sofort angefangen, erneut Sticky Napalm auf ihn drauf zu spammen und dann mit Firefly. Jetzt aber Chachlo, vielleicht will er sich dafür rächen, aber ich denke, es ist keine gute Idee. Er kann ihn halt noch nicht direkt angehen, obwohl jetzt mit Shadow Dance wäre es eventuell eine Idee. Enchantress rotiert rein, da wäre ein Stun verfügbar, aber der Pounce muss vorher hitten und jetzt ist er im Prinzip off the map und da kannst du überhaupt nichts machen. Selbst wenn du den Pounce triffst, er könnte dann halt einfach halt außer Range bleiben. Das ist das Problem. Ryze hier in der Mitte kriegt eine ganze Menge Harass Damage, muss man sagen, von TMW. Muss er jetzt, okay, kriegt eine Living Armor ab, verwendet den Rest seiner Bottle Charges. Und wo geht er jetzt hin? Ist das schon Jungle? Ist das eine Rotation top? Ja, ich glaube, ja, er sucht hier einfach die Rune, weil ja, er will einfach oben nicht rotieren. Nicht schlecht. TMW sieht jetzt die Rune direkt vor sich verschwinden. Und ja, ein Double Damage. Das bedeutet, Ryze könnte, wenn er wollte, jetzt ein bisschen im Jungle farmen. Wird er eventuell hier auch machen. Ja, da kommt die neue Bottle, wieder Bottle Crown. Und Unicorn hat natürlich jetzt die Chance, hier in der Mitte ein bisschen Experience zu farmen. Experience, die er braucht. Wenigstens das erste Overgrowth. Und wenn ich das Overgrowth nicht, natürlich dann Living Armor. Da braucht man auf alle Fälle Punkte rein. Jupp. Also Ryze wird wahrscheinlich nicht rotieren, bevor er sein Radiance fertig hat. Und diese EMP so nervig. Aber er dodgt es. Sehr schön, Ryze. Ja, mit Illusions dodgt er den EMP. Und jetzt Chachlo und Yoki. Das heißt Pounce in Arrow. Das könnte natürlich funktionieren, aber dafür sind viele, viel zu viele Creeps noch drumherum. Das heißt, ja, Yuki braucht einen Schuss und da, ja, das schafft er nicht. Yuki rotiert jetzt rein, aber Ace, der Arrow, oh, der connected. Living Armor hält ihn noch ein bisschen am Leben, aber letztendlich stirbt er. Schade, schade. Dieser, ja, der Arrow war ganz low range, trotzdem, da connected, war halt keine Chance, den zu dodgen. Beziehungsweise war er nicht schnell genug. Was mir bei Chachlo auffällt, der versetzt relativ viele Pounces, also... Oh, du wirst lachen. Ehrlich gesagt, wir haben schon mal einen Slark gecastet von Chachlo und da haben wir so gelacht, weil er hat wirklich in dem Spiel insgesamt 3 oder 4 Pounces getroffen. Irgendwo muss das Wort rumliegen. Wenn du ein Relax-Wort auf unserem YouTube findest, schau dir das mal an. Chachlo, Slark, ich muss ganz ehrlich sein, ich war erstaunt, wo sie ihn gepickt haben, aber vielleicht hat er geübt. Derzeit sieht es nicht so aus. Die Pounces, die gehen alle ziemlich daneben. Also das ist kein Vergleich zu seinem Ex und auch seinem Center Warrunner. Also yeah. Das ist deutlich besser, glaube ich. Ja, Pounce braucht halt wirklich präzises Timing, während dem bei Ex, da kannst du halt wirklich, ist halt mehr eher so der brutale Hero. Link jetzt geht auf Yuki. Da kommt die Gemini Attack, jetzt kommt Swarm direkt nach, aber oh, es connected nicht und ja. Mirana schnappt sich die Illusion Rune und hier die Creep Wave verfolgt sie aber noch und jetzt auch EMP, Tornado und das ist ganz böse für Link. Er kann Timelapse nicht mehr anwenden. Jetzt kommt zwar
Die Stick Charge ist raus, ist aber nicht genug für den Timelapse und dadurch kann er nicht weg. Chakuchin. Und jetzt, wie gesagt, kommt Impetus Attacks hier auf Crit raus, aber meine Güte, der verliert 4 HP. Rice wird jetzt hier gefunden von Vine and X. Der geht sich auch noch mit. Oh, sehr schön, der Arrow hittet. Jetzt kommt der Starstorm. Die ganze Menge ist schon down. Jetzt mit der Illusion Wound ist die Living Armor down und Rice stirbt. Das ist natürlich Worst Case Szenario für die Leute, weil sie brauchen einfach, sie brauchen die Naga super farmed. Und jetzt hier Bottom Lane, Ace in Trouble, but Schachlo kriegt's nicht hin. 135 HP für Ace. Wie gesagt, das Pounce hat er halt leider benutzt, um Low Ground zu kommen. Und jetzt der Crit. Wird hier eventuell vom EMP gehittet? Ja, es reicht. Cold Snap EMP. Die Range vom EMP ist einfach nur sick. Ja, richtig, aber sein Skillbild ist auch sehr, sehr gut. Ich finde, er hat jetzt schon Orchid fast nach Viertelstunde Orchid. So schaut es zumindest aus zurzeit. Und es ist natürlich richtig, richtig fies. Vor allem gegen den Weaver. Der wird damit zu kämpfen haben, weil ohne Timelapse, ohne Orchid wird er gegolten. Jetzt kommt das Orchid gerade frisch rein. Das Orchid ist soeben mit dem Courier gekommen. Und innerhalb der ersten 2 Sekunden auf dem Invoker wird damit ein Kill auf Weaver geholt. Absolut ungünstig natürlich. Weaver war sehr nah. Hat sich gedacht, okay, keiner von denen hat einen Silence. Null Probleme für mich. Und ja, in der Sekunde kommt der Curry an, da kriegt das Orchid ins Gesicht, ist gesilenced, kann nichts machen. Sehr gut gemacht hier von Team W. Ach, was soll ich sagen, ich hab's gewusst. Und jetzt EMP, Tornado auf die Naga und Rice kann hier absolut gar nichts machen. Orchid ist noch oben drauf, aber Living Armor wird diesmal hier auf alle Fälle der Naga noch das Leben schenken. Zumindest für eine Weile. Jetzt kommen hier Observer Sentry raus von dem Dazzle. Das brauchen sie natürlich, weil, wie gesagt, relax. Haben den T1 jetzt down. Werden jetzt hier hoch rotieren und den anderen T1 in Angriff nehmen. Und ja, wir haben das schon mal gesehen heute, Meteor Makers, wie deren Spiel mehr oder minder zusammengefallen ist. Und ich habe es schon tausendmal gesagt, aber ich muss es immer wieder wiederholen. Wenn du einen Train Protector hast, dann... Oh, Ace wurde hier gehittet. Ich denke von den Pounce, aber Ace geht jetzt auf aggressiv. Schachlo removed mit Dark Pack die Sticky Napalm Stacks und... Ja, aber sein Ulti ist down. Letztes Mal hat das zu einem Kill geführt. Wie auch immer. Sie können ihre Towers nicht verteidigen und damit auch keine Möglichkeit für Train Protector in irgendeiner Weise Towers hochzuhalten. Jetzt Link wird wieder mal von... von Tornado EMP gehittet. Ich wollte jetzt gerade noch sehen, vielleicht hatten sie Vision da und da kommt ein Cold Snap hinterher, aber das reicht nicht. Der Invoker, der macht so einen guten Job derzeit, ist einfach totaler Wahnsinn. Und jetzt Link wird jetzt hier gefunden von Dread. Die Frage ist, kommt da noch irgendwas? Yoki wäre da und jetzt sehen sie aber die beiden Wards, das heißt eine Sentry. Oh, und jetzt noch Orchid auf Crit, kriegt zwar Living Armor, reicht aber nicht. Invoker kriegt noch den Kill. Was hat er dort genau gemacht? Er hat gesehen, dass hier zwei kommen. Er hat gewusst, dass Invoker noch in der Nähe ist. Rotiert trotzdem von unten dort rein in so eine enge Passage. Das war, keine Ahnung, das war Suicide Commando. Ja, absolut. Hat auch keine Chance dagegen. Also Cold Snap Orchid ist sowieso die Todeskombo überhaupt. Also du kannst dich nicht bewegen, du kannst nicht spellen. Also und kriegst Schaden ohne Ende. Also das ist vor allem für Support sehr, sehr, sehr schwer. Aber Team W, ich habe schon öfters casten dürfen. Das spielt zum Beispiel auch einen sehr, sehr guten Storm Spirit in der Mitte und ist allgemein sehr, sehr guter Mitspieler. Oh, wird das aber Initiation auf Team W. Jetzt kommt der Deepseek raus. Overgrowth zur gleichen Zeit. EMP kommt zwar raus, aber Invoker ist down. Crit muss aber jetzt aufpassen. Impetus. So viel Damage. Jetzt kommt noch Living Armor raus. Nichts, aber kein Arrow. Gar nichts in irgendeiner Weise connected. Ist nicht mal gecastet worden. Und damit ziehen sie sich zurück. Gerade mit dem ganzen Firefly auf dem Boden. Da willst du nicht wirklich reindiven. Dread farmt hier ein bisschen XP. Rise. Okay. Er hat jetzt 3300 Gold. Oh, der geht jetzt rein, aber castet nicht mal einen Riptide. Das ist interessant. Das heißt, Strat kann wirklich eine ganze Menge Harass hier anbringen auf Rice. Und Rice muss halt aufpassen, er hat gerade so Mana für das Naga-Ulti. Crit spottet jetzt hier die Naga aus. Das ist natürlich gefährlich, gerade weil Slark ist mit... Oh, da kommt das erste Shadowblade. Und jetzt, der Pounce trifft nicht. Es war irgendwie so klar. Also tut mir leid, aber wir werden da mal ein Auge drauf haben auf die weiteren Pounces, aber bis jetzt haben sie mich nicht vom Hocker gehauen und ja. Ich glaube,
keinen von euch uns. Aber wie gesagt, müssen wir drauf schauen. Also Nein, bis es jetzt. ist wirklich ziemlich lustig anzuschauen. Für all die, die auf unser YouTube schon subscribed haben und regelmäßig auch Watts von uns angucken, ihr könnt. Ich glaube, es war aber ein englisches Spiel, Starladder auf HTV1. Und da steht auch Schachlo mit einem Slug und da hatten wir genau dasselbe. Da haben wir so gelacht, weil die Pounces gingen die ganze Zeit daneben. Deswegen hat es mich gewundert, dass sie es trotzdem picken. Wie auch immer, sie brauchen keine Pounces. 11-5 steht's, Meet Your Makers wieder im Hintertreffen. Und jetzt können wir einfach nur hoffen, dass sie in irgendeiner Weise mehr finden. Ich meine, die haben jetzt Blink Dagger auf Ace. Das heißt, da kommt eine kleine Möglichkeit, sagen wir mal, irgendwas zu machen. Aber das Problem ist halt, er stand halt hier auch direkt auf der Observer Ward. Und jetzt hier sehen wir Ace. Er sieht TMW. Oh, und jetzt kommt Puppypause. Das ist eine Puppypause. Aber hundertprozentig. Meinst du wirklich? Ich denke, er hat Batrider eventuell, obwohl, na. Echt, weil. Das Problem ist, er hat TMW genau hier gesehen, bei der Ward, und er ist dann halt hier runtergegangen, über Roshan, und keine Ahnung, sie haben ihn halt nicht am Tier 2 Tower gesehen, das heißt, er muss Firefly benutzt haben und ist hier irgendwo in der Region. Das heißt, TMW weiß, dass Batrider irgendwo in der Nähe ist, meiner Meinung nach, aber wie auch immer, er sagt, er ist bereit, jetzt kommt, braucht nur noch das Go von Michi Makers, und jetzt sehen wir mal, ob Ace da hier drauf geht oder nicht. 2 Sekunden auf seinem Blink Dagger. Aber sein Team rotiert nicht rein. Sie sehen den Invoker, aber er rotiert nicht rein. Okay, das hat mich jetzt gewundert. Ich denke, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Gerade diesen High-Level-Invoker. Er ist schon, Mensch, Level 11. Wie gesagt. Okay, wenn sie nicht kämpfen, zeig mir Grafen. Ganz einfach. 7500 XP führt gerade Relax und 7500 in Gold. Ganz genauso. Und das nächste Ziel wird jetzt hier der Tier 1 Tower sein. Wieder, sie kommen mitten eine ganze Menge für den Tower. Keine Chance mit Living Armor in irgendeiner Weise was zu machen, das aufzuhalten oder hochzuhealen. Von daher, ja, schade, schade. Ja, wie du schon gesagt hast, das ist einfach das Problem an den Team Protector. Wenn man nämlich Tower gar nicht contesten kann, dann bringt der Hall herzlich wenig. Für Map Control zumindest. Schechlo. Richtig. Pounce? Na gut. Du willst jetzt nur Pounce sehen, oder? Aber ja, ich will hier, die Pounce sehen. Oh, Yoki. Yoki findet einen Short-Range-Arrow. Unicorn kriegt das Orchid, bevor er die Overgrowth rausfinden kann. Aber jetzt wird Invoker gefunden, steht direkt im Firefly und jetzt er stirbt letztendlich doch noch. Aber jetzt kommt eine ganze Menge Damage rein hier von dem Rest. Link versucht jetzt noch mehr zu kriegen. Ich weiß noch nicht, auf wen sie sich fokussieren. Slark ist die ganze Zeit rum mit Shadowblade. Versucht jetzt natürlich irgendwo noch einen Pounce anzubringen. Schauen wir mal, ob er hittet. Ja, der Pounce hittet. Ist auf Crit. Derzeit, er hätte noch Shallowgrave. Benutze Shallowgrave jetzt. Und ja, Enchantress wird jetzt auf alle Fälle low. Das Ganze wird jetzt ein Problem. Flamebreak ist nicht da. Sie können es nicht interrupten. Und Slark kriegt jetzt endlich den Kill auf Quit. Moonlight Shadow kommt, um das Ganze noch zu unterstützen, aber wenn das Moonlight Shadow rausgeht, naja, er kann sich noch raustippen. Letztendlich, ja, das Ganze bringt nichts. Yuki ist auch wieder zurück. Mit einem guten Arrow kriegt er eventuell noch einen Kill auf Unicorn, aber ist gar nicht dran interessiert. Der geht jetzt einfach zurück. Slark hat sich raustippet und am Ende, ja, wieder ein riesiger Trade für Relax. Und mit einer einfachen Sentry Ward hätten sie dort eine ganze Menge erreicht. Aber die kam sogar dann noch später raus. Aber, okay. Wieso kam dann kein Overgrowth? Das ist eine gute Frage. Ja, ich dachte wirklich, sie hätten keine Vision hier top auf dem Slug. Oder kam die eventuell dann später, wo er dann schon außer Range war? Wie auch immer, das habe ich nicht ganz genau gesehen. Fakt ist einfach, Naga Siren hat jetzt ihre Radiance ready. Ist auch Level 11. Und das ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer für... Oh Gott, aber da jetzt der Schachlob, der Pounce hittet. Und Naga Song kommt einfach raus. Illusions werden gespawnt. Und jetzt, ja, zieht er sich zurück. Mit dem Support von Living Armor noch oben drauf. Und ja, Schachlob versucht jetzt noch die Illusions zu zerstören. Ganz schnell. Kriegt da eine ganze Menge Damage. Aber ja, Slug ist der Letzte, der sich da wirklich drum kümmert. Ja, er hält sich so schnell hoch. Richtig, aber wir haben jetzt Radiance of Rise plus 1200 Gold, also Radiance in einer akzeptablen Zeit gefarmt. Sicherlich nicht das beste Radiance, aber doch relativ solide. Nicht zu verachten ist auch der Dagger für Ace, aber wir müssen halt auch daraus, wir müssen was daraus machen jetzt irgendwie. Nur die Maga hochfarmen wird zu wenig sein. Ja, und Schachlo ist hier auf der Suche. Der will was machen mit seinem Slug, der hat
wie gesagt, ein relativ zeitiges Shadowblade gehabt und dann musste das natürlich verwenden. Ryze jetzt hier. Oh Gott, da kommt der Slope, der Arrow. Ja, der Arrow Drift und damit müsste das Pounce ganz easy sein. Impetus fliegen rein. Jetzt wird Weaver noch. Oh mein Gott, der EMP hat drei Leute gehittet. Auch wenn Ace jetzt hier zwar den Invoker reinzieht, der wird letztendlich eventuell noch sterben. Ja, der Impetus kriegt es. In der Zwischenzeit stirbt Dazzle zu Slark und jetzt müssen sie sich alle zurückziehen. Auch Unicorn kann jetzt gar nichts mehr machen. Die Enchantress räumt schon ab. Das sind vier down für Meteor Makers. Der einzigste Überlebende, aber auch der hat kein Mana mehr gehabt, ist Link. Er hatte nicht mal das Mana für Timelapse, sodass er wieder mit Mana dastehen würde. Der Invoker Level 13 mit EMP Tornado einfach zu stark für Meteor Makers hier. Ja, und sie brauchen da einfach mehr Arcane Boots dagegen. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was dagegen hilft. Aber lediglich Unicorn hat wirklich Mana Boots. Und man merkt es einfach, weil ohne Mana kannst du nicht fighten. Keiner der Heroes von MYM. Ja, und definitiv. Das ist so ein großer Nachteil im Teamfight. Wir haben es gerade gesehen, vier Mann gehen drauf, weil einfach ein Großteil des Teams kein Mana hat. Oh, und jetzt kommt schon wieder EMP Tornado hier auf Ryze. Orchid oben drauf. Ryze versucht ihn jetzt noch zu verfolgen, eventuell um einen Radiance Kill zu kriegen. Aber Shuffle kommt rein. Das Pounce sitzt. Jetzt kommt noch der Starstorm. Sehr schönes Shallow Grave. Aber sie werden einfach verfolgen. Crit. Früher oder später wird er jetzt sterben. Und Ryze hier immer noch am Leben. Hat aber halt noch den Debuff. Jetzt verfolgen sie hier Yuki. Das wird höchstwahrscheinlich ein Kill. Und zur selben Zeit. Nein? Was habe ich verpasst? Wo? Ah ja, Shadow Demon. Shadow Demon. Auch down, aber ich habe nicht gesehen, wer hat den Last Hit gekriegt. Das waren Creeps oder Tower. Okay, der Dive ging mal richtig nach hinten los. Ich hätte wirklich gedacht, Ryze stirbt noch, weil er hatte auch noch Shadow Poison drauf. Aber das war dann am Ende nur noch Soulcatcher. Soulcatcher alleine macht leider halt keinen Schaden. Und jetzt aber hier wieder EMP. Und ja, diesmal wird Link nicht getroffen. Hat auch jetzt eine Linkens. Okay. Und er könnte theoretisch, wenn er wollte, den Invoker verfolgen. Aber ja, Ghostwalk. Okay, wäre auf Cooldown gewesen. Yep. Oh, in der Mitte. Aber jetzt hier in der Mitte. Unicorn, ein Impetus, ein Drittel seines Lebens. Im Prinzip Kinder down. Enchantress, wie gesagt, Midas, Aghanim Scepter. Wir haben das schon angesprochen im Draft. Wie gesagt, Enchantress hat immer die Möglichkeit, in Damage zu gehen. Und ja, hier sehen wir es ganz klar. Die Enchantress wird früher oder später ein richtiges Biest werden. Ja, also ich vermisse so ein bisschen den weiteren Gameplan jetzt von MYM. Also, okay, wir haben Ryze mit dem Radi und Top. Oh, Top geht Link jetzt down wahrscheinlich. Nein, kommt noch raus. Schächlo hat sich da fast den nächsten Kill gekrallt. Diesmal hat er das Pounce tatsächlich getroffen. Ja, also muss man auch mal. Komm, die letzten drei Pounces hat er getroffen. Ja, die waren gut. Nein, er hat gut gefightet. Also dagegen sage ich nichts. Das war absolut in Ordnung, absolut gut gefightet. Oh, no offense. Jetzt hier Ghostwalk ist schon wieder ein Invoker on the hand. Da kommt der EMP. Oh, wunderbar. Diesmal hat er die Linkens disabled mit dem Cold Snap. Und dann obendrauf kam die Orchid. Sehr schön gespielt. Beim ersten Mal, wie gesagt, als die Linkens frisch war, hat er es halt geschafft zu wegzukommen, aber jetzt haben wir wieder genau dasselbe. Ghostwalk ist da, Ace ist jetzt absolut zu slow und jetzt kommt Orchid, Impetus ist das furchtbar und ja, Unicorn kommt dahin, versucht noch mal Overgrowth zu machen, aber meine Gott, der ist mindestens eine Stunde zu spät und jetzt kommt ein Dust raus und ja, Unicorn geht auch noch down und jetzt Crit. Oh Gott, was machen die Supports? Jetzt kommt hier, oh, sie sehen ihn nicht mehr, aber trotzdem Panik, Shadowgrave und raus TPen. Trotzdem furchtbar. Ich weiß nicht, was Unicorn dort gemacht hat, aber Ace war wirklich schon tot. Dann ist er immer noch hingerannt. Er hat die Lane gecrossed, das heißt, sein Nature's Guise ist ausgelaufen, weil kein Bäumchen mehr in der Nähe war. Und das Overgrowth kommt raus und er stirbt halt einfach weg. Also, das war wirklich sehr, sehr fragwürdig. Wie auch immer, in der Zwischenzeit nutzt Shachlo und Shred die Zeit, gehen auf den Tier 2 Tower. Jetzt kommt halt Link und Crit, aber was wollen sie dagegen machen? Das ist das Problem. Shachlo kann hier hitten, wie er will, kommt dann einfach mit dem Shadow Dance raus. Ja, da ist der Pounce. Shadow Dance, wollen sie das jetzt verfolgen? Ich denke nicht, dass es eine gute Idee wäre, weil dann halt auch Yuki in irgendeiner Weise ja ein Arrow platzieren könnte. Ja, richtig. Ziehen sie jetzt auch hier zurück. Relax machen das relativ souverän. Link, aber jetzt scoutet. Shachlo doch ein bisschen greedy. Und da kommt es jetzt. Okay, er benutzt halt sein Shadow Plate. Muss aber halt aufpassen, weil Ace ist. Ah, schade. Jetzt hat Shachlo ihn wahrscheinlich gesehen. In der Zwischenzeit, währenddem hier dieses kleine Skirmish im Jungle passiert, hat sich Invoker einen neuen
sag mal, einen erneuten Tower geholt. Oh, ich habe ganz vergessen, Network einzublenden. No hate, please. Beim Network ja. Sehen wir es jetzt auch. Jetzt kommt hier noch ein schneller EMP raus für Naga. Und obendrauf zeigen wir jetzt nochmal die Graphen. Und, oh mein Gott. Da ist zwar ein kleiner Knick im Graph drin, von dem Fight am Secret Shop, der nicht so Richtung Relax ging, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, 12.000 Vorsprung in XP und über 10.000, das Ganze geht auch Richtung 11.000, 12.000 bald in Gold. Also Meteor Makers, ähnlich wie das Spiel, was wir heute schon gecastet haben, sie kommen einfach nicht ins Spiel rein. Und ihr letzter Tower, den versuchen sie jetzt noch hochzuheilen mit Living Armor, aber ja, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Relax halt wirklich sich entscheidet und sagt, hey Leute, komm, wir machen 5 Mann, wir gehen High Crown. Schauen wir mal, wann der Moment kommt. Derzeit ist es halt immer noch so, der kleine Hoffnungsschimmer, Naga wäre da, Radiant könnte kommen, Radiance, Mid-Radiance und entsprechend HP könnte halt eine ganze Menge Split-Push kommen, aber ob das reicht, ich bezweifle es. Und jetzt hier, der Bounce auf Crit, ist schon gesilenced mit einer Orchid. Da ist auch die Skadi fertig und jetzt, Schachlo, raced hier einfach durch, Ghostwalk kommt raus von Invoker und dann kriegen sie noch einen Kill. Jetzt kommt endlich der Song raus, nachdem 2 tot sind, ziehen sie sich endlich zurück, aber daran sieht man einfach mal, sie haben den Invoker nur ein bisschen Low HP gekriegt. Schachlo, Voll HP, wie gesagt, die Skadi macht das Ganze jetzt noch umso viel schwerer und am Ende... Meteor Makers stehen in der Base, pinned down. Jetzt können sie wirklich nur noch High Ground Defense machen und hoffen, dass irgendein kleines Wunder passiert. Aber schaut euch das Network an. Absolut keine Chance. Die Naga ist wirklich die einzige, die irgendwas hier reißt in dem Spiel. Aber mit einer Radiance alleine kannst du halt nichts machen. Ja, das ist absolut richtig. Und was mir bei Meteor Makers immer auffällt, auch in den anderen Games, wenn sie einmal zurückliegen, die tun sich ganz schwer damit, von hinten rauszuspielen, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn sie erstmal zurückliegen und haben dann irgendwie immer ihr Problem, so eine Linie zu finden oder so einen Alternativplan zu entwickeln, wenn es einfach nicht läuft, so wie sie sich das beim Draft ausgemalt haben. Und dann müssen sie einfach noch dran arbeiten, dass sie da ein bisschen souveräner sind. Das wirkt hier alles sehr zerfahren. Man hat oft den Eindruck, dass... hier gerade sehr schön gemacht. Like, TMW hat... Oh mein Gott, Ryze. Hat jetzt ein paar Mal angetäuscht, sein Ensnare. Und dadurch geht Invoker jetzt in die Ghost-Form. Aber das ist jetzt das nächste Problem. Meteor Makers hat keinerlei Vision. Aber jetzt hier oben. Link wird ausgespottet. Kann noch seinen Timelapse anbringen. Aber er ist umzingelt von dreien. Und damit geht die ganze Sache richtig in die Hose. Aber hier... TMW scoutet alles mit seinem Ghostwalk und ja, jetzt kann er auf Crit gehen. Orchid kam raus, EMP trifft nicht und jetzt ist er vielleicht ein bisschen in Trouble, aber nein, WindX ist auch noch da und ja, er versucht jetzt hier noch raus zu TP'en, aber da kommt der Cold Snap. Arrow verfehlt zwar alles, aber ja, der ist ja sowieso schon tot. Das heißt, Meteor Makers müssen sich schon wieder zurückziehen und das ist genau das, was du jetzt gerade angesprochen hattest, mit einer Linie finden. Sie wissen, dass der Invoker dort in der Region ist, sie droppen aber halt hier die Ward sehr zentral, kommen dann halt mit der zweiten Sentry Ward nicht raus, sie finden ihn nicht. Auch Slark, wie gesagt, mit Shadow Dance und Shadow Blade, keine Ahnung, aber jetzt hier in der Mitte finden sie endlich mal was. Lasso kommt raus auf Thread, der wird sich höchstwahrscheinlich jetzt selbst disrupten, ja, aber hier rauszukommen wird halt ganz schwer für ihn. Er kriegt noch eine ganze Menge Damage und Flamebreak endlich gibt Batrider ein bisschen XP und Gold. 24-11, aber trotzdem, ein Kill auf Shadow Demon macht halt noch kein Comeback. Und jetzt sehen wir hier, nächste Engagement. Ryze wird wieder mal gefunden. Diesmal kommt das Hex ab und damit der EMP sitzt. Und jetzt ist nur eine Frage von dem Pounce. Der Pounce hittet. Der Song wäre so oder so auf Cooldown gewesen. Und jetzt der Schachlo im Shadow Dance. Rasiert einfach jetzt noch durch die Supports durch. Crit wird höchstwahrscheinlich down gehen. Nein, Overgrowth kommt raus. Crit wird jetzt noch durch Invoker sterben. Ja, Invoker direkt wieder zurück in den Ghostwalk. Und sie können nichts dagegen machen. Kein Gem, kein gar nichts. Und jetzt ist halt die Frage, WindX wird hier höchstwahrscheinlich noch sterben. Aber wie lange sie dafür brauchen, weil jetzt haben sie nur noch Rechtsklicks übrig. Und er ist immer noch am Leben. 3 Stacks Sticky Naper, immer noch am Leben. Unicorn kitet jetzt Yoki, der hat aber eine Double Damage Rune und jetzt, Invoker hat sich wieder gezeigt, Ace versucht jetzt was zu kriegen, Invoker geht down, sehr schön gemacht, aber Yoki ist immer noch am Leben, die Frage ist, verfolgen sie ihn jetzt, das war, keine Ahnung, Enchantress hat dort alles weggetankt, für, keine Ahnung, 20 Sekunden oder so mindestens, 3 Melee Heroes versucht in irgendeiner Weise Damage anzubringen,
absoluter Wahnsinn. Untouchable, dieser Skill ist einfach sowas von LOL, wenn das wirklich, wenn du kein Magic Damage hast für Enchantress. Ja, richtig. Also, gerade wenn man zum Beispiel der Weaver, der ja kein richtiges Attack Speed Item hat an und für sich, da wird es dann richtig, richtig hässlich. Also, ist wirklich ein abnormal guter Spell. Sieht es auch immer öfters, dass er auch schon in frühen Leveln zumindest 1 Punkt, 2 Punkt geskillt wird, einfach weil er so viel bringt, gerade gegen Heroes, die einfach nur auf physischen Schaden, auf Rechtsklick basieren. Aber ich frage mich trotzdem ein bisschen, was MYM an der Stelle fighten wollte. Oh, aber jetzt Crit rennt schon wieder direkt in sein Tod. Pounce, der Arrow verfehlt, er kriegt jetzt... Oh, das ist ja... Wow. Er schafft's in die Fountain und es dürfte nicht genug, ja, dürfte nicht genug Dot Damage sein. Das war nur ein Stack von Shadow Poison, ja. Und er schafft's wirklich raus. In der Zwischenzeit finden sie Wine Axe und ja, Ace surrounded ihn hier mit einer ganzen Menge Firefly Damage. Und letztendlich kriegen sie den Kill. Hier kommt noch ein Tornado raus und, aber das Sheep geht direkt in die Lincolns. TMW immer noch. Verfolgt immer noch Weaver. Weaver hat jetzt Timelapse benutzt, aber Thread ist schon da. Da kommt die Sentry Ward raus. Ich sehe ihn. Disruption, Deafening Blast und jetzt kommt der Silence von der Orchid. Jetzt braucht Schaffner nur noch zu treffen. Hat er diesmal gemacht. Easy Kill für Weaver. Also, wie gesagt, das war es auch nicht wirklich wert. Ein Weaver für eine Enchantress. Ja, sehr schöne Rotation für Relax, muss man einfach sagen. Sie haben sofort geantwortet auf die Aggression hier von Mädchen Makers. Und jetzt, ja, wir können kaum durchatmen. Hier kommt ein Tornado-Versuch. Auf Crit, der schafft es aber zu dodgen, sah aber sehr, sehr knapp aus, muss man sagen. Ja, richtig, ich warte eigentlich drauf, dass jetzt Relax mal eine Ansage macht, in Form von Roshan oder in Form von High Ground oder was auch immer. Das sind immer so kleine Gemetzel außerhalb der Bases, auf den Sidelanes im Jungle und TMW sucht. Er sucht. Ja. Yep. Das ist, der hat wirklich, das ist das Spiel seines Lebens auf dem Evoker. Der ist so glücklich, der ghostwalkt hier durch die ganze Map. Wie gesagt, er kann so viel Solo machen. Ich glaube, derzeit ist kein einziger Hero, außer eventuell Weaver mit einem ungünstigen Timing durch die Lincolns. Aber ansonsten, er kann jeden anderen Hero hier soloen. Er hat Hex, Orchid, Cold Snap, vorher natürlich noch Tornado EMP. Und wenn er noch will, kann er noch auf Deafening Blast gehen. Das ist einfach nur total krass. Das ist eine absolute CC-Maschine. Und jetzt hier, Ace wird gescoutet von Schachlo. Hab ich hier gerade einen Sunstrike gehört? Irgendwo? Also ich nicht. Ja, du bist ja taub. Nee, bin ich nicht, aber du hast recht. Also Sunstrike ist auf jeden Fall auf Cooldown, da wahrscheinlich zum Scouten benutzt, vielleicht bei Roche sogar. Obwohl ja, ich denke, die wollte eventuell Ace hier damit treffen, aber wie gesagt, der hatte eine Haste schon, hat sich rausgeplinkt. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, wo der Sunstrike kam, vielleicht war es ein Scouting Sunstrike bei Roshan, habe ich nicht gesehen, bin viel zu langsam heute, ist auch das letzte Spiel, den ganzen Tag schon gecastet. Wie auch immer, du hast recht. Relax muss jetzt langsam mal eine Ansage machen. Ich weiß nicht, wie viel Vorsprung sie noch farmen wollen. Schauen wir nochmal die Graphen. 15.000 XP, 15.000 Gold. Also, ja, hier muss irgendwann mal was kommen. Meiner Meinung nach könnten sie schon High Ground gehen. Warum sie es nicht machen, keine Ahnung. Du sollst mit deinem Essen ja nicht spielen. So wird es eigentlich zu Hause immer beigebracht. Und derzeit ist Mädchen Makers wirklich nur ein kleiner Bissen, ein kleiner Zwischendurch-Snack für Relax. Aber es scheint so, dass sie Spaß dran haben. Und, keine Ahnung, vielleicht ist es gut für Relax, für ihren Spaß, aber sie müssen halt aufpassen, dass sie keine großen Fehler begehen und dann Naga dann doch irgendwie riesig fett wird und dann vielleicht ein großer Throw kommt. Ja, natürlich ist auch immer das Split-Push-Potenzial da mit Naga. Ace scoutet hier aus, wird aber von Invoker gefunden. Oh, sehr schön. Das Lasso kommt raus auf Invoker. Es kommt noch Moonlight Shadow, aber sie haben ihn ja schon gesehen. EMP kommt raus. Ja, Invoker stirbt. Und das ist genau das, was sie gebraucht haben. Das gibt richtig fett Loot. Da ist ja im Prinzip derzeit, wenn du Level vergleichst, wenn du Gold vergleichst, wie eine Art Raid-Boss. Und ja, hier haben wir eine 3-Mann-Party, haben sie das wunderbar gemacht. Viel XP, viel Gold. Leider war schon Killing Spree oder irgendwas war schon raus. Das heißt, da kommt kein Bonus-Gold, aber der Kill war sau wichtig. 60 Sekunden ist dein Invoker raus. Und ja, Relax, ich hab's gerade angesprochen. Passt mal auf, dass ihr nicht froht mit eurem Gegenspieler. Ja, richtig. Und vielleicht war das jetzt so die Alarmglocke für Relax, dass sie jetzt mal was machen müssen. Schauen wir mal, wenn Invoker wieder respawnt, ob dann vielleicht ein Roshan-Attempt kommt oder ein Push, um zumindest mal ein bisschen die Bewegungsfreiheit von MYM einzuschränken.
Oder sie könnten natürlich auch einfach mal Smoke ganken, Pickoff suchen und dann High Ground gehen oder Buybacks forcen. Das sind alles so Möglichkeiten. Das könnte man machen, aber irgendwas müssen sie halt einfach machen. Ja, und ich würde auch endlich gerne mal wieder einen Roshan sehen. Ich meine, das Spiel geht jetzt 37 Minuten. Ja. Haben wir schon Roshan gesehen? Nein, das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Ja, es ist eine absolute Unverschämtheit. Kein Team ist in irgendeiner Weise an Roshan interessiert, aber jetzt, oh, hier kommt ein Scouting Arrow. Der geht aber ganz knapp an Ace vorbei. Und was macht jetzt? Was macht Relax hier? Haben sie überhaupt einen Gem? Ja, wir haben einen Gem auf Schachlo. Das ist natürlich die smarteste Position, weil er ist der, der am unwahrscheinlichsten stirbt. Er versucht jetzt hier ein bisschen raus zu scouten. Oh, Crit. Oh, Crit hat hier gerade noch einen Observer geplantet. Aber wie gesagt, die kriegen eine ganze Menge Damage. Riptide und Radiance. Schau mal an auf die HP, die Yuki da einfach nur verliert. Das ist fast 50%. Aber jetzt der Invoker kommt von hinten. Orchid ist schon da auf Ace. EMP hittet auf alle Fälle. Der Arrow geht vorbei und jetzt kommt noch eine Orchid auf Unicorn. Er kann nicht das Overgrowth anbringen. Vielleicht jetzt, ja, Overgrowth kommt, aber es ist direkt in der Naga-Song. Jetzt müssen sie raus. Naga TP'd, das heißt, ja, genügend Zeit. Keiner stirbt. Gut gemacht für Michimakers. Gut hingezogen den Fight. Und jetzt sind sie halt natürlich bereit, auch High Ground zu defenden. Relax hat halt hier gehofft, sich entweder Platz zu verschaffen für Roshan. Ja, Roshan. Das wird Roshan. Okay, da kommt der Arrow auf Roshan. Und die Frage ist halt, Michimakers, wollen sie contesten oder wollen sie dann wirklich sich in der Base einzirkeln und schauen, wie das Ganze funktioniert. Nagasong ist raus, das heißt kein Aegis Snatch. Jetzt kommt halt, der Swarm kommt raus. Schachlos davon getroffen, aber jetzt hier wieder EMP, Tornado, nein, EMP kam nicht raus. Und jetzt ist Lasso auf Team W. Kriegen sie ihn down? Das wäre natürlich ganz schlecht. Ja, er ist on the sidelines für 80 Sekunden. Und jetzt ist die Frage, drehen sie rum? Impetus folgt hier Ace, der kriegt einen super Heavy Hit. Aber jetzt der Unicorn, Under Attack. Er wird jetzt noch ganz kurz geschützt mit dem Shallow Grave, dreht sich rum, versucht einen Right-Click reinzukriegen. Schachlo relativ low, hat aber natürlich noch Shadow Dance. Und jetzt ist die Frage, kriegen sie noch mehr? Ryze jetzt hier wird angegangen und da kommt der neue Song. Und jetzt versuchen sie natürlich Wind Axe zu kriegen. Das müsste der nächste Riptide sein, das müsste reichen. Ja, und da geht Wind Axe down. Jetzt versuchen sie natürlich eventuell Slark noch zu kriegen. Shadow Dance ist auf Cooldown, das heißt, da wäre eine gute Chance. Aber sie müssen natürlich erstmal wissen, wo er ist. Aber insgesamt der Fight nicht schlecht für Michimakers. Sie verhindern Roshan und traden relativ gut. Ja, und kriegen noch T1 in der Mitte, also absolut worth it an der Stelle. Und ja, also langsam muss sich Relax wirklich warm anziehen. Die müssen mal jetzt schauen, dass sie irgendwie ihr Spiel hier ins Trockene bekommen. Denn jetzt geht MYM wiederum ihrerseits Roshan an und der droppt ziemlich schnell. Ja, na die werden sich sagen, hey, danke Relax, ihr habt Roshan schon auf 50% HP gebracht. Wir machen einfach mal den Rest und damit hat unsere Naga dann höchstwahrscheinlich noch, oder vielleicht Viva, die Aegis, wie auch immer, Crit. Muss hier erstmal aufpassen. Der Crit stirbt fast an dem Roshan. What the hell? Ja. Oh, ein Arrow trifft jetzt hier Unicorn. Also das, für den langen Arrow müsste es eigentlich 10 Sekunden Stun geben, nicht nur 5. Der war ja wirklich von der anderen Seite der Map. Wie auch immer, es scheint derzeit nicht gerade viel zu passieren. Schauen wir uns mal die Graphen an, wie die sich entwickeln. Trotz des relativ guten Trades und Roshan, Relax verliert nicht viel. Sie waren zwar auf dem Weg Richtung der 20.000 Vorsprung, aber jetzt ist es nur noch 15.000. Es ist natürlich trotzdem noch ein Vorsprung. Also wir dürfen natürlich jetzt nicht sofort in Ekstase ausbrechen, weil Michimakers mal einen guten Fight gefunden hat. Fakt ist einfach, sie sind immer noch im Spiel, wenn Relax weiterhin Fehler macht. Und das ist natürlich gut so. Gold schauen wir uns genau exakt dasselbe an. Da fallen sie derzeit jetzt unter 15.000. Sagen wir mal so 14.000, 13.000 ist das in etwa. Also sie arbeiten sich ihren Weg zurück. Ist aber noch ein weiter Weg. Jetzt gehen sie auf TMW. Ja, die Orchid kam schon vorher raus auf Ace. Und jetzt kommt noch das Sheep. Keine Chance. Deafening Blast, wie gesagt. TMW spielt mit seinem Essen hier. Das hatten wir schon mal vorher. Verliert zwar eine ganze Menge HP, aber letztendlich Ryze kann wirklich nur Illusion Damage anbringen. Muss aber hier aufpassen. Er hat immer noch ein Quelling Blade. Herrgott, 41 Minuten in ein Quelling Blade. Anstatt einem TP. Ah ne, ach ich bin... Er hat Boots of Travel. Ja, also. Er hat seine Boots of Travel, ja. Aber ich habe die auf Cooldown gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich soll ins Bett gehen. Ich merk's, aber nein, ist in Ordnung, ist ja schon spät. Nein, ich habe hingeguckt, ich habe PTs gesehen. Auf meinem Bildschirm, in meinem Gehirn waren das PTs. Und ja, aber es war natürlich Boots of Travel. Die hatte ich schon seit bestimmt einer Viertelstunde. Und ja. Okay. Abgehakt.
Ich bin offiziell als dumm erklärt. Wie auch immer, relax. Die versammeln sich jetzt hier wieder im Dire Jungle. Zwei zeigen sich auf der Lane. Rises Illusion. Natürlich bisschen harass mit Riptide und dem Radiance Burn. Und relax scheint immer noch keine Anstanden zu machen, auf den High Ground zu gehen. Und das ist natürlich jede Minute, die sie das ja wirklich nicht angehen, spielt in Richtung Meteor Makers. Ja, das stimmt, weil, okay, wir haben Yoki, der jetzt auch noch einen Daedalus hat, also der rechts klickt ziemlich hart. Slark hat Skadi, hat jetzt auch linkens fertig, also der Rechtsklick ist eigentlich da. Genauso haben wir jetzt noch einen Hex auf Enchantress, aber nichtsdestotrotz haben sie einen großen Vorteil, aber schaffen es einfach ums Verrecken nicht irgendwie was daraus zu machen. Ja. Der Kill auf Schachlo wäre richtig wichtig, aber zur gleichen Zeit, Ace schafft es, Lasso dort anzubringen. Und ja, da kommt Shadow Dance und er rennt einfach weg. Da kommt aber Overcrow. Jetzt haben sie ihn. Moonlight Shadow kommt nach oben raus. Das heißt, sie brauchen die Vision, aber von hinten kommt schon TMW. Der Tornado ist drinne. Und jetzt Ryze. Aber er tippiert sich zu zeitig raus. Oh mein Gott, Ryze. Was hast du gemacht? Du hast gerade dein Team gekillt. Wie gesagt, Link wird jetzt hier noch gefunden. Da kommt noch das zweite Hex. Die Aegis ist down. Und er wird wahrscheinlich noch ein zweites Mal sterben. Der Pounce muss hitten, okay, da kommt der Instant Timelapse, ist aber noch im Pounce, stirbt ein zweites Mal und das geht auf Kosten von Ryze ganz eindeutig. Du kannst mit deinem Naga-Song, kannst nicht als erster den TP anfangen, du musst die eine Sekunde oder anderthalb Sekunde Zeit lassen, für dein Team die TPs zu klicken. Hat er nicht gemacht, der Song hat aufgehört und in dem Moment hat natürlich noch Cold Snap getickt auf Protector. Wie auch immer, TMW schon wieder on the hand, Ace wird hier sofort geschieben, Orchid nach oben drauf, Dominating Streak erbeilt sich, kauft sich direkt zurück, aber Schachlo hat hier schon wieder Shadow Dance, ist jetzt auf Link, das Shallowgrave kommt raus, aber Schachlo stürzt sich darüber überhaupt nicht, die diven hier tief die Base, das ist absoluter Wahnsinn, jetzt kommt hier noch ein Netz raus von Naga, aber Herrgott, was wollen sie machen? Sie können die Base nicht verlassen. Sie sind alle im Prinzip auf Buyback. Wir sehen es, Batrider hat es verwendet, Link hat es verwendet und das gibt natürlich Relax die Zeit, die sie brauchen. Sie brauchen nur noch ein gutes Pickoff und dann können sie wirklich High Ground gehen und die ganze Sache zu Ende bringen. Tier 3 Tower, 400 HP. Ja, aber sie müssen es auch erstmal irgendwie finden, diesen Pickoff. Roshan ist jetzt gefällt, also es ist keine Option mehr. Aber sie verpassen es auch, einfach immer irgendwie Kapital aus ihrem Vorteil zu schlagen. Also, ja, sie haben einfach ein Team, das halt keinerlei Push hat. Ah, Schechlo ist da ein bisschen Schechlo tief drin. Schechlo ist schon wieder auf der Jagd. Und er wird, er findet Kritz, aber Kritz, sehr schöner Instant Force Stuff. Und dadurch Pounce etc. verfehlt. Ich hab seinen Tod dort schon gesehen. Ich war schon drauf und dran zu sagen, und Kritz stirbt jetzt hier. Aber nein, er überlebt, sehr schön gespielt mit dem Force Stuff. Jetzt die Naga Illusions, okay, Tread benutzt das erste Mal, killt die erste Naga Illusion und ja, das Schöne ist an Disruption, du kannst halt solche Illusions wie Phantom Lancer und Naga oder alles, was Radiance hat, dann Richtung des Gegners schicken. Schade ist halt, die Disruption Illusions, die sind halt wirklich sehr, sehr kurz. Jetzt aber, Shine to Relax hat sich endlich entschieden, 45 Minuten lang geht das Spiel jetzt schon. Jetzt wollen sie endlich High Ground gehen. Der Swarm kommt raus von Weaver, aber das ist natürlich das geringste Problem. Mit einem Shadow Blade ist es schon vorbei. In der Zwischenzeit hier, TMW hat sich runter TP'd, aber meine Güte, der kriegt eine ganze Menge Damage. Schau dir das mal an, TMW 150 HP nur durch die Naga Illusions. Meine Güte, wo ist der Sunstrike jetzt auf der anderen Seite? Wie auch immer, er muss noch Deafening Blast anwenden auf die letzte Illusion, die ihm da folgt. Aber das war richtig knapp, also noch eine Sekunde länger da gestanden und da wäre er tot gewesen. Nur durch Naga Illusions, das sieht man einfach mal, wie stark Naga werden kann. Wie gesagt, ja, Evasion ist da, Heart ist da, die Manta Illusions und jetzt sagt er hier, Ryze, das war der Mittelfinger. Sunstrike, na jetzt mal ohne Scheiß, das war der Mittelfinger, ja, weil der Sunstrike hätte so oder so keinen Damage gemacht oder nicht viel Damage und ja, er sagt einfach mal nur, hallo, hier Ryze, deine Illusion, die kotzen mich an. Ja, ich glaube, das ist auch so der Grund, warum sie nicht High Ground gehen wollen. Das ist einfach die Naga, weil Radiance, wenn sie der... Das Lasso auf Wind X. Und die dürfen genug Damage auf alle Fälle haben. Der geht so oder so down. Und das gibt natürlich ein kleines Opening, aber wir sehen jetzt, Schachlo ist schon wieder irgendwo in Range. Moonlight Shadow kommt raus. Das ist eine ganze Menge Naga-Illusion. Das ist so viel Damage, aber natürlich nicht gegen Magical Damage. Der Starstorm killt sie alle.
Und natürlich vor allen Dingen auch Mjolnir. Das ist halt das Gute. Mjolnir ist so gut gegen die Illusions, der ganze Magical Damage. Du hast halt auch noch den Buff auf jemanden in deinem Team oder auf dir selber. Das ist wirklich perfekt gegen Naga-Illusions. Ja, ich mag eigentlich auch den Helm of the Dominator Pickup jetzt von Yoki, weil es ist eigentlich, sieht man das weniger Und auf dem Link Mirana. wurde wieder gefunden. Jetzt kommt Overgrowth aber direkt in den Shadow Dance. Das heißt, Unicorn wird mehr oder minder sterben. Das ist ganz sicher. Unicorn ist tot und jetzt versuchen sie noch was auf Kritz zu machen. Okay, Kritz, er ist mehr oder minder down. Sein Vorstuff ist nicht mehr ready und ja, Invoker und Schachlo finden ihn da. Hier kommt noch ein Arrow angeflogen, nur um Creep zu farmen. Wunderbar, aber wie gesagt, zwei sind down und das bedeutet jetzt Link. Müssen wir mal schauen. Na, Quits hat kein Buyback, ihm fehlen 500 Gold und auch ein Tree. Okay, Gene Protector kauft sich zurück, aber trotzdem, High Ground wird jetzt angegangen. Der Tower wurde vorher hochgemietet durch den Living Armor. Okay, aber jetzt geht er letztendlich dann doch down und jetzt fangen sie an, hier Damage zu machen. Aber Instant Silence auf Ace, das heißt, es kommt kein Lasso. Link wird hier von einem Arrow getroffen und alle ziehen sie sich mehr oder minder zurück, kriegen zwar noch eine ganze Menge Mjolnirs Damage, aber was für eine episch schnelle Reaktion mit dem Orchid. Batrider ist gerade erst rangekommen an, oh Gott, und sie gehen raus aus ihrer Base. Unicorn wird sofort gefunden, da kommt kein Shallow Grave. Slark rasiert hier einfach durch, Ace stirbt auch noch, kriegt noch Demonic Purge ab und jetzt Link, sie sehen ihn, da ist ein Gem draußen, nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt kommt der Naga-Song. Und ich hoffe mal, diesmal wartet er, bis sein Team draußen ist. Ja, das bedeutet aber trotzdem, Batrider ist down, hat kein Buyback. Das ist noch auf Cooldown. Jetzt können sie einfach reingehen. Eventuell kommt hier, nein, Hex ist auf Cooldown. Orchid wäre eventuell ready, aber Relax kann einfach die Zeit nutzen. Geht hier auf die Rex, muss auf die Rex gehen. Wir müssen das Game endlich mal beenden. Ja, also, oh, Effector Protection so ran und Cleave ist available. Also, das dürfte jetzt eine Runde dauern. Die Creeps rotieren rein, aber da kommt ein Port von Ryze. Ryze, TP rein, aber direkt in den Hex, Pounce, zack, und tot ist er. Mirana kriegt noch den Lesser oben drauf und ja, Link kann zwar dem Silence entgehen, auch sehr schön gemacht. Okay, ich wollte ihn schon für tot erklären, aber spätestens jetzt ist das da nicht der Fall. Link schafft's zur Fountain. Okay. Das war sehr schön gespielt von ihm, weil, wie gesagt, Schachlo ist in die Mitte gegangen, anstatt den Weaver dort zu verfolgen. Er ist derjenige, der den Gem hat. Aber nichtsdestotrotz, in der Mitte fallen jetzt die Racks. Es sind noch drei on the sidelines für Meteor Makers und das bedeutet also mindestens zwei Racks down. Gehen sie jetzt sogar noch auf die dritten Racks oder gehen sie gleich auf Tier 4? Ich denke mal, die dritten Racks ist so die sichere Variante. Link kann hier auf keinen Fall was machen. Schachlo kriegt es noch Healing durch Nature's Attendance und damit ist die Sache im Prinzip vorbei. Der Swarm kommt raus, die Midirex ist down, hier kommt nochmal ein Tornado geflogen, findet gar nichts, aber hier Disruption und Hex zur gleichen Zeit. Ace versucht reinzugehen, ja, aber das Lasso, nein, das war Vorstuff in die Linkens und jetzt kriegen sie noch den Kill. Unicorn, schön surrounded von allen Heroes, versucht noch das Overgrowth reinzubringen, aber das wäre sowieso nur noch, keine Ahnung, Schönheitspunkte gewesen. Wie auch immer, Meteor Makers, die Korn ist GG. Ich würde einfach sagen, das war auch Zeit. Wie gesagt, wir haben uns den Vorsprung schon angeguckt. Jetzt am Ende waren es bestimmt über 20.000 in XP und Gold. Zwischendrin war mal ein kleines Licht am Horizont. Durch die Naga, durch die ganzen Illusion Damage und so weiter. Aber letztendlich Meteor Makers einfach furchtbare Trades und falsche Entscheidungen, muss man einfach so sagen. Ja, richtig. Also sie haben zu keinem Zeitpunkt wirklich ihr Spiel gefunden und ja, es ist eigentlich schon ein bisschen schade, muss man sagen. Ich hätte es ihnen wirklich gewünscht. Leider verlieren sie hier gegen Relax. Das bedeutet, Meteor Makers ist damit bei den Europe Qualifiers für The Summit steht 1-2 und Relax steht genau andersrum, nämlich 2-1. Ist eine relativ solide Ausgangsposition für Relax, aber MYM, die müssen da noch was ganz schön was draufpacken, damit es noch was wird mit dem LAN Final in Frankfurt, sage ich schon, in Los Angeles. Ja, definitiv. Wie auch immer, Leute, noch so ein paar Heads-up, was denn morgen oder die Tage passiert. Wir sind weiterhin natürlich die offiziellen Caster von EMC, Excellent Moscow Cup. Da kommen Spiele morgen, glaube ich, eins wird es Pro vs. NextKC und dann am 29. Weiß noch nicht, ob die confirmed sind. Wie auch immer, dann hier auf HTV 3 oder 4, das weiß ich noch nicht ganz genau, kommen natürlich die weiteren Qualifier von The Summit. Das geht noch für 3 Tage bis zum 30. und dann steht fest, wer mit Navi Europa hier vertreten wird. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, wer das wird. Bisher sind die Spiele relativ gut
Und ja, wir sehen uns dann einfach die nächsten Tage. Bitte folgt uns auf Twitch, damit ihr dort natürlich die Benachrichtigungen kriegt. Am besten auf beiden deutschen Channels. Auf Facebook und Twitter kriegt ihr dann jeden Tag täglich die Nachrichten, wenn wir online gehen, was denn die nächsten Tage passiert. Und ja, wie gesagt, schaltet ein, habt Spaß mit uns. Ich hoffe, der Cast hat euch gefallen. Wenn nicht, schaltet trotzdem ein. Und ja, damit sage ich euch auf alle Fälle guten schönen Abend oder gute Nacht. Wir haben jetzt seit früh um 10 gecastet. Gestern im Prinzip dasselbe mit DreamHack und heute noch DreamHack Grand Final. Wir sind geschafft. Ich hoffe, für euch war es nicht zu lang oder zu langweilig. Wir gehen jetzt ins Bett. Dankeschön fürs Zuschauen. Servus.